Und somit hallo liebe Leute und hey, welch ein schöner Einstieg in das Spiel Ori and the Blind Forest in der Definitive Edition. Was immer Definitive Edition jetzt bedeutet, weiß ich noch gar nicht. Ich kenne das Spiel absolut nicht. Wir spielen das heute bzw. in diesem Let's Play komplett blind. Einmal kurz bevor es losgeht. Ich dachte, es wird diesem Spiel vielleicht nicht ganz so gut tun, wenn wir das so abgehackt immer in 20-Minuten-Stücken servieren. Deswegen werden die Let's Plays immer eine Stunde lang gehen. Ich mache mir den Timer hier schon mal an. Es wird so ein bisschen Streaming-Flair hier haben, denn ich habe zwar natürlich keinen Livestream am Laufen, ich werde keine Antworten auf irgendwelche Nachrichten geben, die ja selbstverständlich nicht da sind, aber hier werden wenig Schnitte sein. Wundert euch nicht, wenn ich mal ein Glas Wasser nehme und vielleicht ein bisschen trinke. Ich denke mal, das kommt dem Spiele, was ein bisschen so, ja, einen melancholischen Flair hat, doch recht zugute. Und wie gesagt, falls euch die Parts zu lang sind, könnt ihr natürlich jederzeit einfach Pause machen und ein andermal weitergucken. Und nur einfach zur Info, dass ihr Bescheid wisst. Lange Rede, ich wollte schon sagen, lange Sinn, kurze Rede. Fangen wir einfach mal an. So. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, noch nicht gespielt. Ich habe das Spiel für die Switch. Wir spielen die Switch-Version. Ich habe das Spiel einmal ganz kurz nur angemacht. Nur wirklich die ersten 15 Sekunden gesehen. Das beginnt in so einer kleinen Cutscene. Und dann sofort abgebrochen, weil mir bewusst war, das möchte ich in einem Let's Play bzw. im Stream spielen. Ja. Und jetzt ist es endlich soweit. Hat lange gedauert, aber wir fangen jetzt endlich mal an. So. Okay. Wir spielen das Spiel auf normal. Oder sollen wir auf schwierig? Ich mag ja so Challenge, aber ich habe so ein bisschen Angst, mich... Wir spielen auf schwierig. Los, wir spielen auf schwierig. Immer werden wir uns an diese Nacht erinnern. Als Ori von mir ging in Sturm und Wind. Okay, und wir haben jetzt schon die Steuerung über den Protagonisten, ich weiß es nicht, bekommen. Hat auf jeden Fall eine ähnliche Statur wie ich. Schwalbennest. Schauen wir einfach mal die Anleitung. Wahnsinnig schön, die Grafik, der Stil und einfach die Atmosphäre. Ich liebe solche Spiele. Als Naru mein Licht an sich nahm, sacht. Als ihr eigenes Kind. Achso, wir müssen uns hier jetzt bewegen. Jetzt hat sich die Spielfigur geändert. Okay. Ist das einem Tier nachempfunden? Soll das so ein... Boah, was soll das sein? Schwierig. Ein Tier, was auf zwei Beinen läuft, mit solchen Ohren. Okay. Es sieht so gut aus, ne? Thank you.
Also hier wechselt die Steuerung immer zwischen den Protagonisten. Hopp. Da gibt es noch mehr Bären für uns. Also, der rechte Charakter, ich muss sagen, der ist schon mir sehr ähnlich. Moon Studios ist aus Österreich. Haben sie mich irgendwo gesehen und haben so gedacht, boah, daraus müssen wir ein Spiel machen? Ach nein, Spaß. So, es hat gewittert in dieser schicksalhaften Nacht. Das muss ich auch nebenbei lesen. Tauchte in den Himmel in flammendes Licht. Tauchte den Himmel in flammendes Licht. Sieht so gut aus. Ich rief nach Ori. Doch Hoffnung, die gab es nicht. Oh, was ist passiert? Ich erinnere mich an die Zeit. Im Niedergang und ohne Licht. Der Wald nur blind und traurig war. Doch Hoffnung zeigte ihr Gesicht.
Wow. Nun wieder eine Weise, ganz allein. Ohne Grund zu bleiben. Okay, hier haben wir jetzt wieder die Steuerung über die Figur. Also, das muss ich einmal ganz kurz in Worte wieder beschreiben. Also, ihr habt es jetzt selber gesehen. Es sind wirklich nicht viele Spiele, die es schaffen, auf den Anfang, auf so kurze Zeit, einen schon zu berühren. Das ist Wahnsinn. Das haben nicht viele Spiele geschafft. Was mir spontan zum Beispiel einfällt, ist ein The Last of Us, was auch ein sehr harten Einstieg hat, so. Und das erinnert mich tatsächlich daran so ein bisschen. Und das sind sehr abstrakte Figuren, aber dennoch, wow, was war das für ein Einstieg? Wow. Okay. Auf der Suche nach meinem Licht. So schwach und voller Leiden. Als Schreie ungehört verhalten. Und alle Hoffnung verloren ging. Als die Kraft meines Kindes wich. Und der letzte Atemzug getan war. Belebte mein Licht Ori und wieder. Entschuldigung, nicht geschafft. Mann, ey. Muss das so schnell gehen? Erfolg freigeschaltet, die Reise beginnt. Ich hoffe, ihr konntet es noch lesen. Ich habe es nicht geschafft. Okay. Was genau ist jetzt passiert? Also, wir sind. Oh, meine Güte. Ist die Figur auf einmal agil und schnell. Also wir sind entweder wiederbelebt aus irgendeinem Grund oder wir waren gar nicht richtig tot oder wir sind jetzt eine Art Geist. Gut, wir werden es wahrscheinlich noch erfahren. Ich muss gerade selber für mich herausfinden. Ich glaube, das spiele ich lieber mit dem Steuerkreuz. Waldsenke. Also Wahnsinn. Der Einstieg. Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Okay, hier sollen wir wahrscheinlich nicht lang. Aber die Figur steuert sich wahnsinnig. Es hat eine leichte Trägheit am Anfang, aber insgesamt doch sehr agil. Also, um das mal zu vergleichen, das spielt sich eher wie so ein Rayman als wie so ein Mario. Jetzt einfach nur mal so zum Vergleich. Auch nochmal ganz anders, aber trotzdem.
Ah, okay, wir können also Ebenen praktisch hinunterspringen oder halt weiterlaufen. Alles klar. Ähnlich wie bei einem Dead Cells. Du hast ein kleines Geisterlichtgefäß gefunden. Es wurde Geisterlicht zu deinem Ring hinzugefügt. Finde weitere Geisterlichtgefäße, um schnell Fähigkeitspunkte zu sammeln. Also gar nicht mal so einfach vorzulesen, das Spiel. Es ist sehr, ja, die Sprache ist recht geschwollen. Da muss man erstmal drauf klarkommen. So, ich gehe jetzt erstmal hier hoch. Ich gehe einfach mal. Ja, okay, das geht nicht. Sofort gestorben. Ist unser Geisterlicht direkt auf Null gegangen? Ist das unsere Lebensenergie? Ich weiß es gerade noch nicht. Wie cool die Figur, wenn man so an die Kante dran springt, trotzdem noch hochspringt. Das gefällt mir ganz gut. So, dann gehen wir jetzt runter. Obwohl, da kann ich wieder dieses Geisterlicht einsammeln. Geisterlicht, so nennt sich das. Okay. So. Das leuchtet jetzt so komisch. Ich habe jetzt momentan keine andere Fähigkeit, wie nur zu springen. Also zu laufen, zu springen natürlich. Ich kann jetzt. Ah, doch. Du hast einen Lebenssplitter gefunden. Sammle diese Splitter ein, um deine Vitalität wiederherzustellen. Okay, mit diesen baumelnden Pflänzchen kann ich jetzt aktuell nichts machen. Gehen wir einfach mal weiter. Du hast eine Energiezelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Energie einsammeln und nutzen. Denke daran, dass du mit dieser Energie eine Seelenverbindung erzeugen und dein Spiel speichern kannst. Okay. Halte A gedrückt, um eine Seelenverbindung zu erzeugen und dein Spiel zu speichern. Die Frage ist, wenn ich jetzt mein Spiel speichere, ist diese Seelenverbindung weg? Kann ich wirklich nur speichern? Ah, die lädt sich praktisch wieder auf. Okay, Spiel ist gespeichert. Wahrscheinlich lädt die sich auf und dann kann ich immer dann speichern, wenn sie aufgeladen ist. Komisches System, also verstehe ich jetzt aber erstmal so. Oha, gucken wir aber weiter. Wow. Okay, der erste Kampf hier im Spiel gegen einen Rihorn haben wir schon gewonnen. Du hast etwas Geisterlicht gefunden. Wenn du den Ring füllst, erhältst du einen Fähigkeitenpunkt. Ah ja, okay. Das ist also nicht unser Leben, sondern praktisch ja unser Balken für die Level-Ups, würde ich jetzt so fast sagen. Aber jetzt blinkt unser blauer Ball da unten. Den kann ich jetzt nicht nutzen. Okay, interessant. Ist mal wieder mal was anderes hier. Ich verstehe das. Ah ja, okay. Jetzt könnten wir theoretisch speichern. Das lassen wir uns natürlich für später. Ich verstehe das jetzt so, dass wenn wir jetzt sterben würden, immer zu dem Punkt kommen würden, wo wir das letzte Mal gespeichert haben. Es also kein richtiges Checkpoint-System in dem Sinne gibt. Vermute ich jetzt gerade. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber warum sollte das sonst so sein? Tief im Wald fand Ori das Verlorene. Meine Kraft kehrt zurück. Ich bin Sein, das Licht und die Augen des Geisterbaums. Ich hatte mich in dieser Schlucht verirrt, als sie ihren Griff lockerte. Ich kann dich auf deiner Reise führen, wenn du das möchtest. Sei still, hörst du das? Sie müssen dir hierher gefolgt sein. Okay. Okay, jetzt habe ich praktisch so eine Art Angriff. Boah, da muss ich erstmal drauf klarkommen. Okay. Das heißt, ich muss den Kreaturen, die mich angreifen, ausweichen. Wow. Da muss man erstmal drauf klarkommen. Okay, hier sah es jetzt doch so aus, als wenn es einen Checkpoint gibt.
Also ausweichen und dann halt mich einfach in der Nähe befinden, um anzugreifen. Also ich drücke zwar einen Angriffsknopf, um hier diese komischen Lichter zu spawnen. Ja, okay, okay. Das Spiel versucht was anderes zu sein, was in erster Linie eigentlich was sehr Gutes ist. Ihre Lichter werden zu mir zurückkehren, sprach einst der Geisterbaum. In der Senke hinter der Höhle werden wir ihn finden. Vor uns liegt ein Weg. Ah ja, okay, wie so eine Karte war das jetzt? Holhain. Was müssen wir jetzt machen? Ah ja, okay. Ach so, jetzt verstehe ich. Das ist eine Karte, wo praktisch noch ausgeschwärzt ist, wo wir noch nicht waren. Und da oben ist unser Ziel. Okay. Verstanden. Neues Ziel, finde den Geisterbaum. Drücke, soll das Minus sein? Ja, ne? Für die Karte, okay. Jetzt kann ich hier auch die Pflanzen looten. Ah, okay. Wir haben jetzt auch einen Fähigkeitspunkt, das heißt, wir können ihn schon direkt ausgeben. Wiedererwecken ermöglicht das erneute Benutzen von Seelenverbindungen und verkürzt die Abkühlzeit. Hört sich schon mal gut an. Geistermagnet. Die meisten Sammelobjekte werden nun von Ori angezogen. Okay. Darauf würde ich sagen, könnten wir als erstes verzichten. Also wäre jetzt nicht ganz so wichtig. Flammensalbe ermöglicht es dir... Salve. Ermöglicht es dir, drei Flammen abzufeuern, bevor du nachladen musst. Das hört sich auch sehr gut an. Wir nehmen aber jetzt erstmal das erste, einfach nur zur Sicherheit, damit das schneller abkühlt, hier unsere Seelenverbindung. So. Ach, das können wir auch weghauen hier. Ah, okay. Sieht so wunderschön aus, das Spiel. Also die Farben, so knallig, ne? Also mit so knalligen Farben muss man erstmal, ja, umgehen können. Viele Spiele sehen dann direkt schon sehr kitschig aus, aber das Spiel nicht. Geisterportale sind uralte Bauwerke, die benutzt wurden, um schnell durch ganz Nibel zu reisen. Das Licht der Geisterportale kann auch deine Kraft wiederherstellen, wenn du einmal erschöpft bist. Ich weiß ja gar nicht, was jetzt wirklich meine Kraft ist. Wir haben drei grüne Elemente. Hat das was damit zu tun? Ich weiß es nicht. Okay, hier können wir auch nochmal das Spiel speichern. Sehr gut. Und dann auch Schnellreise tätigen. So, hier kommen wir erstmal nicht weiter. Aber wo dann? Ah ja, okay. Was mir auf jeden Fall sehr gut an dem Spiel gefällt, ist das eigenständige Gameplay. Es fühlt sich sehr einzigartig an. Also ich habe das jetzt vorhin mit Rayman verglichen, einfach nur um in etwa einen Vergleich zu haben. Aber ich muss schon sagen, es ist schwer mit irgendwas vergleichbar. Vor allem auch mit dem Kampfsystem, nenne ich es jetzt einfach mal so. Oh, was hat mich da erwischt? Ich habe es gar nicht mitbekommen. Irgendwie hat mich das Vieh platt gemacht. So, wir wurden jetzt auf einmal gehittet. Auf einmal gehittet. Unten rechts sehen wir jetzt, dass zwei grüne Punkte weg sind. Ich schätze mal, dass das unsere Lebensenergie ist. Interpretiere ich jetzt einfach mal so rein. Und der blaue ist dann halt, um zwischenzuspeichern. Wahrscheinlich dann an Orten, wo wir normalerweise nicht speichern können. Also keinen Speicherpunkt haben, haben wir dann da die Möglichkeit, so einen Zwischenspeicher zu machen. Vermute ich. So, hier jetzt aufpassen. Oha! Was hat mich jetzt denn erwischt? Ich kann natürlich jetzt auch nur sehr, sehr schwer einschätzen. Ah, da, okay, solche lila Pfeile, darauf müssen wir achten. Ich kann natürlich jetzt sehr schwer einschätzen, wie schwer ist das Spiel auf schwer. Ist das jetzt schon sehr, sehr schwer und ich hätte es nicht wählen sollen? Ich spiele eigentlich gerne Spiele auf schwer, wir gucken einfach mal. Ich weiß auch gar nicht, ob man das jetzt im Nachhinein noch ändern könnte, wenn was.
So, jetzt sind wir ausgewichen. Und nehmen unseren Weg weiter durch den Wald. Du hast einen Schlüsselstein gefunden. Schlüsselsteine werden benötigt, um Geistertore zu öffnen. Bedenke, dass für jedes Geistertor eine andere Anzahl Schlüsselsteine nötig ist. Okay, das Spiel erklärt nicht viel. Was für Geistertore? Wofür sind die gut? Ich hatte da vorhin auch schon so einen Schlüsselstein gesehen gehabt. Jetzt nur mal gucken, wie wir da hinkommen. ZR? Ah, okay, dann können wir greifen. Gut. Genau. Haben wir den auch eingesammelt? Da haben wir schon zwei. Hier ist wahrscheinlich schon so ein Geistertor. Dieses Geistertor blockiert unseren Weg. Von den Tagen des Verfalls waren die Tore ein sicherer Schutz. Die erforderlichen Schlüsselsteine müssten ganz in der Nähe sein. Um den Geisterbaum zu erreichen, müssen wir die Geisterhöhle passieren, die hinter diesem Tor liegt. So. Okay, die zwei Schlüsselsteine scheinen schon genug gewesen zu sein. Ich laufe mal ganz kurz hier noch rechts lang. Haben wir hier noch irgendwas? Hier haben wir nur so ein... Nee. Haben alles mitgenommen. Sehr gut. Die Seelenverbindung ist bereit. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wann ich die am besten nutzen sollte. So, jetzt Vorsicht. Der greift an, der Stinkpudel oder was auch immer das ist. Oh. Ein Wegweiser. Hohlhain. Schwarzwurzelgänge. Und Geisterhöhle. Wir sollen ja zum Hohlhain, wenn ich das richtig verstanden habe. Die Frage ist, ist das jetzt... Sollen wir da noch nicht hin oder können wir hier einfach nur lang gehen, um was zu looten? Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht so ein kurzer Weg mit einer... Wahrscheinlich nicht. Wir gehen zum Hohlhain. Das, was das Spiel von uns erstmal will. Nicht, dass wir in ganz andere Bereiche jetzt kommen. Äffchen, kommt zu mir. Oha, noch einer. Du hast einen Energiesplitter gefunden. Energiesplitter stellen die Energie von Auris Energiezellen wieder her. Kommen wir hier wohl durch? Also wir können keinen Angriff aufladen, wir können einfach nur spammen. Hier kommen wir auf jeden Fall nicht durch. Gucken wir mal weiter. So. Was haben wir hier? Du hast eine Lebenszelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Vitalität aufbewahren. Okay. Finde weitere Lebenszellen, um deine Überlebenskraft zu steigern. Sehr schön. Jetzt haben wir vier solcher Punkte. Wo geht's jetzt weiter? Müssen wir doch irgendwie hier durch? Ah, nein! Ich dachte es ja. Okay, Spiel gespeichert. Ah, ich weiß nicht, wie wertvoll das ist, ob ich das jetzt drücken sollte. Ich wollte einfach mal gucken, ob ich vielleicht noch einen anderen Angriff kann. Und dann habe ich mein, wie nennen sie das, Seelenverbindung da gedroppt oder was auch immer. Dieses blaue Ding. Gut, haben wir abgespeichert. Warum denn nicht? Oh! Seht ihr, es war eine gute Idee, abzuspeichern. Okay. Na, okay, wir kommen hier nicht durch. Hier oben war ja eigentlich nur die Vitalität. Hier scheine ich noch nicht hochzukommen. Guck mal auf der Karte. Ja, es gibt nur die zwei Wege erstmal. Außer unten links wäre vielleicht noch ein Weg. Dann gehen wir erstmal da lang. Hier sehe ich jetzt keine Möglichkeit weiter voranzukommen. Stinkpudel wieder am Start. Geisterhöhle. Ja gut, vor dem Tor... Stand ja da, man muss die Geisterhöhle passieren. Also glaube ich,
dürfte das dann doch der richtige Weg sein hier. Okay, hier haben wir noch keine Schlüssel für, ist klar. Hä? Wo ist denn die Bounce-Pflanze hin? Okay, wir können noch hier runter. Ich muss nur so ein bisschen die Reichweite von diesem Maschinengewehr hier austesten. Ich weiß gar nicht, wie weit wir damit kommen. So, Seelenverbindung ist wieder bereit. Mehrere Wege. Wir gehen erstmal rechts. Wir gehen erstmal rechts lang hier. Oh, hat er mich einmal erwischt. Zieht sofort zwei Stück ab. Müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Ori, dies ist ein Kartenstein. Eine der vielen uralten Markierungen, die dazu dienten, eine Landkarte des Waldes Nibel anzufertigen, während er wuchs. Ein Teil fehlt. Wenn wir das Kartensteinfragment finden, sind wir vielleicht in der Lage, ihn zu reparieren. Okay. Haben wir hier schon eins? Ah nee, das ist so ein Schlüsselding. Ja, gut, okay. Ach so, oben links. Oben links. So sehen die Dinger aus. Gut. Werde ich meine Augen für offen halten. Die Energie regeneriert sich nicht. Ich hätte vielleicht gedacht, nach einer Zeit regeneriert sie sich. Regeneriert. Aber nein. Oh, jetzt bin ich hier so runtergefallen. Komm mal wieder hoch. Oder schaffen wir es hier so hoch? Ah! Ah! Nee. Aha, wohin? Wohin? Oh, da auf jeden Fall nicht. Ja, und wir wachen echt da auf, wo wir praktisch abgespeichert haben. Okay, ich verstehe. Ich verstehe dich langsam, Spiel. Wo waren wir hier, ne? Hier waren wir lang. Oh, das war jetzt... Warum? Warum? Sei doch geduldig! Du hast doch Zeit! Das war wieder zu knapp gerade, der... Oha, oha. Nein, nein, ey! Mann! Es ist so... Ey, ich sehe die scheiß Pfeile kaum. Die Stinkpudel da abschießen. Die gehen irgendwie in diesem lila Ton mit dem Hintergrund unter. Also, weiß ich nicht. Im Hintergrund unter. Muss ich jetzt zu meiner Verteidigung so sagen. Oh, man sieht die irgendwie kaum, ey. Stinkpudel! So. Wir sind unten weitergegangen, ne? Dann heißt das, wir können jetzt hier weitergehen. Da war ja nur dieser Kartenstein. So. Stinkpudel. Eieieiei. Boah, man sieht die kaum. Das nervt mich jetzt so ein bisschen. Ne? Weg mit dir. Hier links. Okay, okay. Also dieses Spiel straft auf jeden Fall schon direkt, wenn man nicht geduldig ist. Geduldig, Ruhe. Schön beobachten, was machen die Gegner, was schießen die. Nicht einfach vorpreschen. So. So, Stinkpudel da oben. Kriegen wir den von hier? Wir kriegen den von hier und er kriegt mich auch von dort. Aber diesmal haben wir ihn. So, jetzt weiß ich nicht. Oha, da kam schon ein Gegner. Unten hätten wir auch irgendwie lang gekonnt.
So. Ach, wie ich spiele Liebe, wo tausend Wege sind. Das erinnert mich an Hollow Knight jetzt gerade. Ja gut, wir gehen jetzt einfach weiter links. Immer weiter links. Okay, krass. Was ist hier los? Ich würde gerne speichern hier. Vielleicht können wir das mal gleich. Komme ich da überhaupt hoch? Das sieht so hoch aus. Ich komme hier überhaupt gar nicht hoch. Nö. Ah, okay, wir können den Stein aber schieben. Also lila ist nicht gut für uns. Lila, die Farbe des Gifts. Da müssen wir uns fernhalten. Das müssen wir uns hinter die Ohren schreiben. So, und jetzt? Wir können keinen Walljump oder sowas machen. Nee, dann ist hier doch kein Weiterkommen. Okay, hier ist dann doch kein Weiterkommen. Oder sehe ich irgendwas nicht wieder hier? Na gut, okay. Hier können wir auch nicht runter, ne? Nee. So, wir können theoretisch jetzt wieder speichern. Das will ich auch gleich auf jeden Fall machen. Wenn wir dann einen anderen Weg gefunden haben. Ich schätze mal dann nach unten. Nach oben werden wir noch nicht können. Stinkpudel wieder. Hier kommen wir ja schlecht hoch. Dann mache ich hier mal den Speicherpunkt hier auf der Weggabelung. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Außer der Stinkpudel kommt genau dann, wenn ich hier spawne. Das wäre unangenehm. Gucken wir mal. Okay. Die können sogar an die Wände klettern, die Pudel hier. Oha. Was ist hier runtergefallen? Oha. Oha. Und dann falle ich einfach runter. Was ist passiert, ey? Da waren jene, die sich der Hoffnung zuwandten. Als sie verwüstete und tötete. Das Licht des Geisterbaums lebt in uns allen. Es ist der Grund dafür, dass wir leben. Er ist der Grund dafür, dass wir wachsen. Als er vor vielen Jahren dazu aufrief, nach dir zu suchen, wurden wir von unserem Feind angegriffen, verwundet und getötet. Nun sind die Stammbäume alles, was noch übrig ist. Komm jetzt näher und spüre das Licht von Phil, dem Geist darin. Du hast den Wandsprung erlernt. Um diese Fähigkeit zu nutzen, musst du dich unter Verwendung von wahrscheinlich Analogstick zu einer Wand hinbewegen und dann wiederholt B drücken, um daran nach oben zu springen. Sehr schön. Ah, okay. Eine Energiezelle. Oh, sogar eine zweite. Man kann die also sammeln. Das wusste ich jetzt nicht. Sehr schön. Fallschaden gibt es hier auch nicht. Oder bin ich fast in die Stachel gelaufen, ne? Gar nicht gesehen, ne? Ah, yeah. Ah, okay. In diesen Knospen, da gibt es diese Vitalität. Sehr gut.
Okay. Jetzt haben wir aber immer noch ungefähr 5 Wege. Gut, gehen wir erstmal links lang. Ich glaube, hier kann ich trotzdem noch nicht lang. Da komme ich gar nicht dran. Da sehen wir auch schon diesen Kartenstein oben. Gut, ich denke, der Speicherpunkt ist hier verdammt gut gelegt. Ach, das Spiel gefällt mir wieder sehr, 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 sehr gut, muss ich sagen. Also. Ich schätze mal, den muss ich mit hochschieben. Oh, schaffe ich das? Oah! Oah! Oh, wie sich alles so bewegt, ne? Es ist sehr dynamisch und schön, echt. So, da sehen wir rechts einen Hebel, links ein bisschen Fähigkeits-Mojo, nenne ich das jetzt einfach. So, wir haben zwei Fähigkeitspunkte, die müssen wir auf jeden Fall gleich einlösen. Haltezeit R gedrückt, um Objekte zu greifen und zu verschieben. So, Schalter umgelegt. Ah, okay. Okay, dann haben wir uns jetzt den Weg hier geöffnet. Oha, Stinkpudel oben und unten. Oh, ich wollte eigentlich bei meinem Speicherpunkt am liebsten aufwachen. Ah gut, aber unsere Fähigkeitspunkte, die gehen nicht verloren. Also, da ist man schon so, immer so ein bisschen, oha, Dark Soul geschädigt. Man erwartet dann alles zu verlieren, aber hier ist es nicht so. Wenn wir gleich oben sind am Punkt, dann können wir auf jeden Fall unsere Fähigkeiten einmal einlösen. Da können wir diese Feuersalve nehmen. Ich drücke, wow, 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 instinktiv immer noch den Knopf fürs Dashen, was ich von Hollow Knight noch im Kopf habe irgendwie. Wundere mich dann, warum ich nicht dashe. So, hier ist der Punkt. Wir haben die eine Stelle ja da schon den Hebel umgelegt. Der Hebel ist wieder zurück umgelegt. Okay, krass. So, Feuersalve. Flammensalve, so. Zack. Dann nehmen wir das auch noch mit. Die meisten Sammelwerke werden von Ori angezogen. Okay. Wie mache ich jetzt diese Salve? Bevor du nachladen musst. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich zwischenher laden musste, aber man kann praktisch ganz schnell 3 Stück schießen und dann lädt er aber ganz, ganz kurz nach. Okay, dann müssen wir nochmal links lang. Ist das Bäumchen wieder hochgegangen hier. Oha, und dann voll ins Genick. Ist der mir gesprungen hier. So, diesmal nicht. Der Stein ist hier geblieben, der andere Stein ist wieder in seine in seinen Ursprungsort zurückgekehrt. So, sind wir schnell genug? Sind wir schnell genug? Oh, 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 oh. Warum gehe ich solche Risiken ein hier? So, mussten wir wieder neu einsammeln. Wahrscheinlich müssen wir dann, wenn wir so Abkürzungen und so freischalten, erstmal tatsächlich speichern, damit die... Oh, ist ja den Speicherpunkt hier hochgesetzt. Ah, ich habe noch zu sehr Hollow Knight in den Fingern, ey. Verdammt. Okay, Speicherpunkt jetzt da oben, auch wenn wir es gar nicht so wollten. Vielleicht auch gar nicht so schlecht. Bloß nicht runterfallen. So, jetzt haben wir das Ding. Sehr schön. Du hast ein Kartensteinfragment gefunden. Bring es zu einem Kartenstein, um einen neuen Bereich der Karte freizuschalten. Das machen wir doch. Der war hier, ne?
hier, glaube ich. Sehr gut. Ori, dies ist ein Kartenstein, der eine 400. Das haben wir ja schon gelesen, oder? Das haben wir schon gelesen, du. Alles klar. Jetzt wissen wir auch, wofür der wirklich gut ist. Da sehen wir, wo wir noch nicht waren. Waldsenke haben wir jetzt 54% erkundet. Alles klar. Sehr gut. Den können wir jetzt auch nochmal mitnehmen. Da haben wir auch die ganzen Schlüssel für die Geistertore. Sieht so aus, als wenn Ori auch einen Dreifachsprung drauf hat, aber ich glaube, wir kommen damit gar nicht weiter. Das ist nur Optik. Er springt dadurch nicht weiter oder höher. So. Das Tor war ja hier oben, ne? War das hier? Ja. Den nehmen wir mit hier, die Vitalität. So langsam kommen wir, glaube ich, ins Spiel rein. Langsam kommen wir rein. So. Ah, schon wieder den nächsten Geisterschlüssel gefunden. Nein, boah, ich dachte. Boah, boah, boah. Und noch einer. Ich muss das Dashen aus Hollow Knight aus meinem Kopf kriegen. Ne? Ich versuche die ganze Zeit zu dashen, springe manchmal zu früh dann los dadurch, ey. Weil ich denke, ach, ich kann ja eh noch dashen. Ah, hier haben wir doch was gefunden. Was ist denn hier? Diese Energietore wurden von den Geistern der Vergangenheit versiegelt. Wenn wir genug Energiezellen sammeln, öffnen sie uns einen Weg. Genug Energiezellen? Welche Energiezellen denn jetzt? Ach, die, die wir zum Speichern eigentlich nutzen? Ah ja, okay. Nee, habe ich jetzt... Ach so, ich muss sie alle gleichzeitig da haben. Die kommen sonst wieder mit mir, okay. Oder verstehe ich das jetzt falsch? Nee, doch. Der geht weg, wenn ich da hingehe. Kommt aber dann wieder. Gut. Ich gehe nochmal hin, um zu gucken, wie viele es waren. So, wir brauchen... Also noch 4 weitere. Insgesamt 5 Stück, so wie ich das verstehe. Gut. Hier scheint es eher zurückzugehen, ne? Also, wenn wir wieder... Hier kommen wir nicht hoch. So. Oder können wir vielleicht... Moment. Das probieren wir noch aus. Können wir das hier wegballern? Nein, ne? Die Orangen, die bleiben. Gut. Speichern? Wir speichern mal hier lieber. Fallen wir nicht mehr ganz so weit zurück, falls wir dann doch jetzt drauf gehen sollten. So, Vitalität haben wir jetzt wieder voll gemacht. Hier ist... Wow. So, das haben wir auch gekriegt. 3 Stück haben wir jetzt von den Geistertorschlüsseln. Da unten ist auch nochmal einer. Okay. Hier ist das Geistertor. Okay, hier hatten wir 4. Okay, diese komischen... Ja, das Design vom Tor praktisch gibt uns immer Aufschluss daraus. Gibt uns immer die Info, wie viele Schlüssel wir dann letztendlich brauchen. Traurig fanden sie mich vor, schlafend und still. Wir erzählen Ori die Geschichte ihres fehlgeleiteten Willens.
Boah, sieht so mega aus. Das uralte Wesen. Ori, der Geisterbaum. Er muss seine letzte Kraft genutzt haben, um dich zu retten. Okay, das erklärt, warum wir wieder praktisch zu Leben gekommen sind. Komm jetzt und hör dir unsere Geschichte an. Es war die Nacht der Lichterzeremonie. Es war unser Licht, das sie hasste. Wer ist sie? Ich rief nach Ori, doch mein Kind kam nicht. Ah, wir sind das Kind vom Baume. Also, wir haben ja am Anfang gesehen, so ein Blatt ist weggeweht worden vom Sturm. Deswegen das Kind vom Baume. Kuro stahl sein, es war das Ende unserer Tage. Echt nicht einfach so einen Text vorzulesen, muss ich schon sagen. Und dann auch hinterher noch zu begreifen. Du hast das Licht des Geisterbaums empfangen. Er hat unser Schicksal in deine Hände gelegt. Hör jetzt gut zu, denn du musst dies verstehen. Stichwort verstehen. Der Geisterbaum gab den drei Elementen des Lichts Kraft. Und im Gegenzug sorgten sie für Gleichgewicht und warten Nibel in Sicherheit. Das Element des Wassers hoch oben auf den Ginso-Baum. Das Element des Windes tief in den Elendsruin. Das Element der Wärme unter den Flammen des Horu-Berges. Um Nibel wieder zu altem Glanz zu verhelfen, müssen wir ihr Licht erneut entfachen, bevor es zu spät ist. Das erste finden wir hinter der Spinnenhöhle auf einem Baum, wo einst das Wasser floss. Okay. Finde den Geisterbaum. Dornensumpf. Das ist unser nächstes Ziel anscheinend dann. Gucken wir mal hier. Hier ist die Karte, wo wir sind. Das ist ja gar nicht allzu weit. Ist gar nicht so groß. Ich würde sagen, wir erkunden noch einmal den Part hier direkt unter uns, falls wir da überhaupt hinkommen. Und dann schätze ich, müssen wir uns einfach immer Richtung Nordwesten, Richtung Nordosten, Entschuldigung, nie ohne Seife waschen. So. Okay. Wäre hier jetzt rechts, geht es theoretisch weiter. Ich wollte aber noch mal ganz kurz links schauen. Da habe ich noch anscheinend einen Weg übersehen. Und zwar hier hoch. Achso, hier ist eine Art Wand. Auch so ein komischer Stein, den wir nicht durchbrechen können. Oh, das Spiel ist so gut, Leute. Ich liebe sowas. Deswegen sind Indie-Spiele so wahnsinnig wertvoll. Wie gesagt, Moon Studios ist in Österreich, ein kleines Studio in Österreich hat dieses Spiel entwickelt. Gepublished wurde das Ganze von Microsoft, weshalb es das Spiel auch erst nur auf dem PC und auf der Xbox gab. Später hat sich ja Nintendo und Microsoft ein bisschen angenähert, weshalb es das Spiel dann echt auch noch auf die Switch geschafft hat, was ich für super gut halte. Ja, und es gibt ja auch schon einen zweiten Teil. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um den ersten Teil hier. Sei vorsichtig, Ori. Der Boden ist instabil. Okay. Der Affe, weißt du, dass das der Boden instabil ist?
Okay. Wir müssen aber nach unten, ne? Hier scheint es dann keinen Weg mehr zu geben. Hier ist eine lilane Rauchwolke. Ich habe jetzt Angst, drauf zu gehen. Nee. Ist alles gut. Okay, hier können wir theoretisch... Kommen wir hier weiter? Sind wir hier safe? Ich weiß es nicht so genau. Komm, Äffchen, komm. Trau dich doch. Wie er einfach nicht mehr kommt, ey. Oh, hat er mich doch noch einmal erwischt, ey. Nee, das schaffen wir nicht, ne? Nee. Nein! Da war noch ein Affe unten. Okay, nicht schlimm. Wir sind nicht allzu weit. Jetzt bin ich mir nur nicht sicher. Können wir da unten? Wir können da unten wahrscheinlich noch nicht lang. Oder wir kommen da jetzt erst hin. Wir gehen erstmal weiter. Gehen wir hier unten lang. Okay, der Boden ist zerbrechlich, aber ich bin noch nicht schwer genug. Muss ich den Affen hier hinlocken? Jo, Tatsache. So, hier waren wir auch noch nicht. Jetzt haben wir wieder zwei Wege. Gehen wir erstmal links weiter. Och, Mensch. Arno, der Geist, der hier gestorben ist, war stark und mutig. Lausche seiner Stimme, denn er konnte unser Licht bündeln. Machen wir das doch mal. Haben wir wohl eine neue Fähigkeit. Stark und mutig. Du hast die Stichflamme erlernt. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du Y zum Aufladen gedrückt halten und dann Y loslassen, um alles in unmittelbarer Nähe zu zerstören. Nice. Sieht dann so aus. Oh, krass, okay. Ah, okay. Sag bloß, ich brauche... Yo, ich brauche dieses blaue, den Speicherpunkt praktisch dafür. Okay. Interessant. Dann kommen wir aber hier durch. Unser letzter Speicherpunkt ist ja noch nicht allzu weit weg. Was ist das hier? Das auch so kaputt machen auf die Art. Ah, okay. So, einmal kurz auf die Karte geschaut. Hier kommen wir dann wieder ins Gebiet von vorhin. Runter. Ich gehe mal den Weg trotzdem nochmal weiter. Wir können ja dann immer noch zurückgehen. Hoffe ich zumindest. Ah, okay. Okay, wir standen vorhin hier vor und haben uns gefragt, wie wir hier wohl durchkommen. Okay. Das heißt aber, wenn ich die Wand jetzt kaputt mache, bleibt die hoffentlich auch kaputt. Und spawnt nicht sozusagen neu und verschließt uns aufs Neue den Weg. Jetzt versuche ich noch da oben. Ah, okay, hier sind wir. Jetzt erkennen wir es, glaube ich, wieder. Wo wir... Wow, der ist aber weit geflogen, du. Gucken wir mal, ob wir hier... Okay, hier kommen wir trotzdem aber noch nicht weiter. Ja, ich wollte nur mal gucken. Nicht, dass wir hier irgendwo was liegen lassen. Jetzt haben wir nochmal rechts in der Mitte haben wir nochmal so einen kleinen, eine kleine Sackgasse sozusagen, wo auch noch was sein könnte. Das laufen wir auch nochmal ab. Und dann ist der Part eigentlich schon für heute beendet. So schnell kann eine Stunde gehen, ey. So, ich laufe da nochmal jetzt eben hin. Liebe Leute, liebe Zuschauer, falls euch das Spiel jetzt gefällt und ihr gemeinsam mit mir dieses Let's Play weiterführen wollt, ist es ganz wichtig, dass ich das sehe. Ne, in den Let's Plays habe ich wahnsinnig wenige Zuschauer. Ne, die Let's Plays sind eher noch so... Ah ne, ich bin schon vorbei. Ist nicht das meistbesuchteste auf meinem Kanal tatsächlich. Deswegen müsst ihr ein paar Leute, die eventuell dann dabei seid... Hier wäre das. Ja gut, hier können wir natürlich nicht weiter.
wäre es schön, wenn ihr das in Form vielleicht eines Kommentares oder Likes zeigt, damit ich sehe, okay, es sind genug Leute dabei, die das sehen wollen, und dann mache ich die Parts weiter. Ist natürlich nicht so schön, wenn das natürlich wenige Leute gucken, dann mache ich natürlich lieber Videos, die mehr Leute gucken, ne? Anstelle mich darauf zu versteifen. Dieses Spiel kann man dann immer noch in Streams weiterspielen und so weiter. Aber falls euch das jetzt so gefallen hat, wie wir es jetzt hier aktuell machen, dann lasst es mich unbedingt wissen. Es geht hier nicht um einfach nur Likes zu generieren. Das ist auch immer natürlich schön, aber es geht eher darum, dass ich weiß, okay, das Spiel werden wir auf diese Art und Weise weiterspielen. Oben komme ich nicht weiter. Und rechts ist halt der Anfang. So, unten ist der See, da kommen wir nicht weiter. Okay, gut. Das wäre somit der erste Part gewesen von Ori and the Blind Forest. Ich habe das Spiel... Ja, wie habe ich das Spiel erwartet? Ich habe es eigentlich so in der Art von Hollow Knight erwartet, in Metroidvania, was wir auch in etwa bekommen haben. Allerdings hier ein bisschen, sage ich mal, vom Weg her klarer. Ne, nicht so verschachtelt wie in Hollow Knight, sondern so ein bisschen haben wir den Punkt, wo wir immer hin müssen und so, was mir auch ganz gut gefällt, was nicht heißt, dass Hollow Knight schlecht war, aber ein bisschen schwierig dann in der Hinsicht in der Navigation. Der Look ist wahnsinnig gut. Der Look gefällt mir total. Es ist sehr, sehr eigenständig, was bei der Masse, was es mittlerweile schon an Spielen gibt, noch, ja, ein wahnsinnig dicker Pluspunkt für ein Spiel ist. Ne? Gefällt mir sehr gut und ich freue mich, das Spiel weiterzuspielen. Ich weiß nicht, wird es dann in einem Let's Play oder in einem Stream sein? Das entscheidet ihr letztendlich. Was sicher ist, ist, dass ich das Spiel sehr gerne weiterspielen werde und genießen werde. Freunde, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, bis zum nächsten Part, beziehungsweise bis zum nächsten Stream oder... wo auch immer wir uns wiedersehen. Mach's gut und ciao.